Ja, der Verbrecher ist der schlecht angepasste in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus, und kann im Gefängnis landen. Ja, also ich versuche ja eine Absage, endgültige Absage an dieses unheimlich weit verbreitete Verschwörungstheoretische. Diese bösen, bösen, die da oben, diese Teufel da oben, diese Reptiloiden, diese Satans da oben, diese Teufel da oben. Das ist diese Unterstellung quasi, das ist ja der große vorteilbringende Irrtum der Sozialspaten, dass man Menschen, die sich irren, einfach für Verbrecher umdefiniert als Verbrecher und sagt, ja, die wissen doch, was sie tun. Dabei, ja, also die Erkenntnis ist nein, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn nur der schlecht angepasste ist tatsächlich der Verbrecher, ja, sozusagen tatsächliche Verschwörungen begehen. Schlecht angepasste in der Marktwirtschaft, also die Minderheit, ja, schlecht angepasste Verbrecher, die dann auffliegen und im Gefängnis landen, die begehen Verbrechen und Verschwörungen und so weiter, ja, gegen die Bevölkerung. Der gut angepasste im Kapitalismus und in der Marktwirtschaft, der hat, bringt einfach schon Irrtümer mit, aufgrund dessen er dann straffrei Profite auf Kosten der Menschen machen kann. Und genau deswegen wird er dann ein erfolgreicher Unternehmer, weil diese Irrtümer ihm quasi ja letztendlich erlauben, dass er die gesamte Bevölkerung mit krankmachender Nahrung vergiftet, und entsprechende Lobbyarbeit macht dafür, dass die Politik ihm da nicht engere Rahmen oder höhere Grenzwerte oder niedrigere Grenzwerte und so weiter setzt, sondern der Angepasste glaubt einfach seine Irrtümer, gibt Geld an Universitäten aus, dass sie seine Irrtümer möglichst bitte durch pseudowissenschaftliche Studien bestätigen. Aber das läuft alles nicht bewusst ab. Er weiß nicht, dass er sich irrt. Er weiß nicht, dass die Forscher, die er beauftragt, auch im Irrtum sind und deswegen falsche Ergebnisse liefern. Und er weiß auch nicht, dass die Lobbyisten, die er beauftragt, die Politiker zu beeinflussen, dass diese Gesetzesänderung nicht wirklich den Menschen gut tun. Das merkt er gar nicht, weil er ja seine Irrtümer für Wahrheiten hält. Und so jemanden können sie eben nicht verurteilen, den können sie nicht ins Gefängnis stecken. Sie können nicht Menschen verurteilen, die sich irren und von daher Dinge tun, die uns schaden. Sie müssen schon mit der Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombi, mit dem ersten wasserdichten System der Erde, müssen sie sozusagen erfassen, ob dieser Unternehmer mit seinen Irrtümern aufhört und insofern Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand seiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner eher verbessert oder weiterhin durch seine Irrtümer verschlechtert. Und damit kriegen sie die Irrtümer weg, weil das ein wasserdichtes System ist, ja. Und also noch einmal. Die Gesellschaft wird nicht zerstört durch die Verschwörer, die Verbrecher, das ist nur eine kleine Zahl, das ist die Zahl der schlecht Angepassten. Die gut Angepassten irren sich nur, glauben ihren Irrtümer, halten sich selbst für Gutmenschen und bringen dabei die gesamte Menschheit um des Profites willen. Ja, soweit zu diesem Thema.